Hi zusammen, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider 2, die goldene Maske remastered im Level Gold des Narren. Direkt mal hier gleich einen Dobermann überfahren. Drehen jetzt hier nochmal ganz kurz eine Runde, damit ihr den Überblick habt, wie das Level hier zusammengesetzt ist. Hier kommen wir an die wunderschöne Stelle mit dem ganz, ganz tollen Himmel. Wenn wir hier weiterfahren, kommen wir wieder runter. Da, wo so der Levelanfang war, wo wir da unterwegs waren, wo wir dann später das Secret noch hinter dieser Bildtür holen wollen, das befindet sich hier. Und dass wir mal einen Überblick haben hier in diesem komplexen und komplizierten Level. Und jetzt fahren wir mal rechts weiter, weil da waren wir noch nicht. So, dann schauen wir mal ein bisschen. Ich kann ja eigentlich hier mal so ein bisschen diese Uzzis als Ersatzfackeln benutzen, dass wir ein bisschen ausleuchten. Und gucken, ob da was ist. Aber das scheint nicht so zu sein. Fahren wir mal hier weiter. Genau, jetzt kommen wir nämlich wieder hier hin. In dieses dunkle Loch. Genau, also das kann man jetzt ja alles ziemlich schön abfahren. Soll das eigentlich Schnee sein? Ich wollte gerade gucken, ob da was liegt, weil, aber das ist die Ratte, glaube ich, und das ist kein Gegenstand. Weil im Tibet ist es ja so, dass wir Schnee aufwirbeln beim Fahren. Und das ist ja hier schon ein bisschen fail, ne? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das ein absolutes Umweltverschmutzer-Auto ist, vielleicht von Pierre, was halt viel zu viel Abgase erzeugt. Um hier ein bisschen beim Realismus zu bleiben. So, ja, dann schauen wir doch gerade mal hier kurz auf dem Dach. Kann man vielleicht sogar mal so einen kleinen Bananensprung machen. Mal zu gucken, ob da noch was drauf liegt. Der war zu zaghaft. Muss aber aufpassen, dass man den nicht zu... Ja, weil dann nämlich das passiert. Aber man kann auch einfach... jetzt so drauf springen. Aber ich glaube, da ist nichts. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, liegt da nichts. Okay. Dann schauen wir doch mal hier. Da hat es nämlich gemacht clear. So, den hätten wir schon mal. Und da kann man eigentlich direkt mal hier ins Wasser springen. So, sehr schön. Machen wir eine Fackel an. Sehen wir auch einen Hebel. Schon mal gut. Und stellen die Turbine aus. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnig. Sehr schön. Und dann geht es hier irgendwie noch lang. Weiß ich jetzt nicht, wo man hier anfängt. Da müssen wir dann auch hochklettern. Okay, wir haben ihn. Das, war knapp. Fast wäre mir hier in Flammen aufgegangen. Kommt ja aus dem Gang da rausgeschlichen, der Drecksack. Aber ein kleines Feuerchen haben wir auf jeden Fall von ihm da behalten. Hat er was? Jawohl, nochmal Medipack. Wir haben die anscheinend wirklich öfter was. Also, merken, wir haben drei Möglichkeiten. Turbine. Ach, hier ist vielleicht auch gar nicht viel. Aha. Weil da können wir eigentlich direkt dann auch durch die Turbine tauchen. Gucken, wo uns das hinführt. Oder gehen wir jetzt diese Leiter hoch? Können eigentlich auch erst an die Leiter springen, wenn sie hier gerade schon ist. Weil da oben war ja ein Typi und der hat ja bestimmt auch noch was verloren. Bevor wir das vergessen mitzunehmen, gehen wir doch da mal hin. So, Lara, zieh dich hoch. Jawohl. Und, hat er was? Obwohl, sieht tote Hose aus hier oben. Tote Hose, im wahrsten Sinne. Da haben wir sie, die tote Hose. So, da liegt schon mal nichts. Hier ist gar nichts. Oder doch, hier ist eine Tür. Die muss auf. Frage halt, wann... Wo und wie? Ah, nee, das ist doch ein Block, den man schieben kann. Vielleicht ist da ja ein Hebel hinter.
der die Tür öffnet. Ah. So, verstecken wir erstmal die tote Hose. Ah, nee, es sind Granaten, aber da ist noch eine Tür dahinter. Ist ja interessant. Also, es sind zwei Türen. Ah, nee, jetzt ist die auf. Hä? Wollt ihr mich jetzt hier verarschen gerade? Ach ja, und da haben wir gerade noch mehr Granaten und dann geht vielleicht die andere Türaufnahme, noch mehr Granaten. Witzig. Das ist cool. Das hatte ich jetzt so... Au, der Granatwerfer. Geilo. Ja, der hat uns doch gefehlt in der Sammlung. Ja, mega. Guck mal, Leute. 12 Granaten. Ja, sehr gut. Dann kann es ja jetzt losgehen. Ja, das hat sich doch richtig gelohnt, hier einen Abstecher hinzumachen. Cool. Ja, dann machen wir einen Freudensprung ins Wasser. Und dann müssen wir eigentlich durch die Turbine tauchen können. Da haben wir alles richtig gemacht. Dann speichern wir diesen Fortschritt mal ab. Gucken, ob Lara durch die Turbine durch kann. Jawohl, das kann sie. Das ist wieder so typisch Tomb Raider-Logik halt. Und jetzt habe ich gar keine Ahnung, wo uns das hinführen soll. Ist das der Level-Anfang vielleicht hier sogar? Könnte sein. Weil das war ja ähnlich. Oh, Moment, hier liegt was. Automatikmunition. War da hinter uns auch noch welche? Nee. Aber wir kommen jetzt nicht zu dem Secret mit diesem Bild, oder? Ist doch auch so eine Tür. Ja, die geht sogar auf. Ich glaube, wir haben einen Geheimgang entdeckt gerade. Ah, wisst ihr was? Das, ah ja, genau. Das ist nämlich hier. Da sind wir lang gefahren. Das war da, wo wir die Ersatzfackeln genutzt haben, in Anführungszeichen, den wir hier rumgeschossen haben mit diesem Uzi-Mobil. Um was zu sehen. Und das ist der Rückweg, weil man wahrscheinlich sonst da gar nicht mehr rauskommt aus dem Loch dahin. Ah, jetzt ist halt die Frage, ob man da wieder hochkommt, weil ich wollte eigentlich auf die andere Seite, da war noch was. Aber anscheinend nicht, es sei denn, man kann irgendwie hier hochklettern und irgendwo rüberspringen. Aber egal, wir können auch nochmal kurz tauchen. Aber dann schließt sich hier auf jeden Fall der Kreis. Aber apropos, wenn wir da schon beim Thema sind, Ersatzfackeln nutzen... Es würde mich mal interessieren, legt ihr Wert auf die Trefferstatistik? Ja oder nein? Weil mich interessiert die wirklich herzlich wenig. Mich interessiert vor allem die Secret-Statistik und die Gegenstand-Statistik. Aber, ja, Medipacks so semi. Also gerade wenn ich so privat jetzt spiele, da mache ich viele Stellen halt öfter, um die besser zu spielen und Medipacks zu sparen. Da achte ich schon drauf, jetzt im Let's Play weniger. Genau, aber so Trefferstatistik und vor allem so zurückgelegte oder kreiste Entfernung, wie das hier so schön heißt im Remaster, da lege ich halt tatsächlich gar keinen Wert drauf. Das interessiert mich nicht. Würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert. Schreibt's gerne mal. So, jetzt schauen wir mal, was hier ist. Das sind Ratten. Die werden diesmal nicht mit dem 16 killen. Ach so, da ist nur Munition. Aha. Doppelte Ausfertigung, aber wir wollen ja am Ende auch so viele Gegenstände wie möglich und da wollen wir natürlich auch diese Sachen hier mitnehmen. Wie stehen wir denn da? 40 von 69, das ist gar nicht so schlecht. Geht voll. Wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und jetzt können wir doch eigentlich schon diese gelbe Karte einsetzen, oder? Hier sind wir jetzt nämlich fertig. Die Schneemobiler hier draußen haben wir beim letzten Mal schon getötet. Da oben ist noch so eine Turbine, die müssen wir wahrscheinlich nochmal irgendwann ausschalten. Aber jetzt gehen wir erstmal darüber. Lag da noch was auf der Kiste? Nee, oder? Nee. Dann setzen wir mal die Karte ein. Karte 1, also da kommt wohl auch noch eine zweite. Oh, hä? Moment. Wieso? Hä? Okay. Aha. Führt das jetzt hier zum Secret oder war das Geräusch falsch? Okay, der ist wieder hochgefallen. Aha. Hier findet man jetzt... Ach so, ja, wir haben die... Moment, nee, hier geht's auch weiter. Hä? No. No. Wie
Karte muss woanders hin. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir da eine Tür aufgemacht, aber die bringt uns nichts, weil wir brauchen die rote Karte noch. Ja, hier war irgendwas mit der Karte und einem Secret. Ich erinnere mich daran. Aber in welcher Form war das nochmal? Ach, der hat jetzt die rote. Aha. Ah. Ach, das A. Ah. Wir haben die. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich ein Weg zum Secret hier gerade. Okay, das ist jetzt total spannend, was da jetzt hier rauskommt. Das weiß ich gerade echt nicht mehr so genau. Ach, hier, das war eine Zeittür. Und dann öffnen wir vielleicht hinten dieses Bild. Das wäre doch cool. Nee, das ist hier kein Secret. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Seltsam. Und die Tür ist hinter uns zugegangen. Das finde ich gar nicht gut. Das müssen wir laden, Leute. Weil da draußen ist, glaube ich, noch was zu erledigen. Okay, also machen wir das hier nochmal. Weil irgendwie ist hier gerade ein bisschen was faul. Schauen wir mal. Vor allem, ob wir jetzt hier überhaupt schon waren. Ja, da liegen nämlich die Sachen noch rum. Aber wir hatten ja alles soweit erledigt gehabt, ne? Aber das mit diesen Karten ist gerade wirklich sehr interessant. Aber man muss die eine Karte schon da erstmal einsetzen, weil da kriegt man ja eine zweite. Machen wir die halt doch mit der M16, wenn sie unbedingt will. Mein Gott. Aha. Nee, Leute, ich bin gerade wirklich ein bisschen lost. Mit diesen ganzen Karten und dem Secret-Geräusch und hin und her. Das irritiert mich gerade sehr. Das gilt es jetzt rauszufinden. Das ist total spannend. Wir müssen jetzt 40 Sachen haben, ne? Dann haben wir alles, jawohl. Uns fehlen auch wirklich noch zwei Secrets. Das eine weiß ich ja gar nicht mehr. Also hier, das wird jetzt wirklich so eine, so ein halbes Blind-Level, würde ich mal sagen. Da habe ich wirklich große Gedächtnislücken, was das betrifft. Wir speichern jetzt hier mal auf einer anderen Stelle, falls wir jetzt irgendwas mit diesen Karten falsch machen. Das ist mir irgendwie total suspekt gerade. Dass wir das gegebenenfalls laden können, wenn wir da jetzt einen Fehler haben. Also Karte 1 kommt hier rein. Ach so. Ah, das haben wir vorher nicht angezeigt bekommen. So. Dann verstehe ich es. Ja, genau. Du eigentlich für Probleme. Ja, okay, na dann ist es sinnvoll. Ganz genau, so gibt's Sinn. Also haben wir jetzt hier den anderen Typ mit der roten Karte. Die andere gelbe Karte werden wir wahrscheinlich dann nochmal brauchen. Die müssen wir aber jetzt schon erst nochmal machen, weil der Typ da draußen ist, den wir gerade hören. Und jetzt war doch hier noch ein anderer. Da! Steht an der Ecke rum. Stellt und nicht abgeholt. Aha. Aber jetzt haben wir doch zwei Karten, ne? Schlüsselkarte 1 und Schlüsselkarte 2. Die eine haben wir jetzt zweimal. Das machen wir später. Jetzt holen wir erstmal das Secret. Aber dann ist es auf jeden Fall erklärt und gelöst, was es damit auf sich hat. Lara, jetzt mach nicht so eine Scheiße hier. So, dafür müssen wir nämlich hier unten nochmal durch. Ach, jetzt haben wir die schönen Hintergrundgeräusche wieder. Ach, das ist der Wechselspot hier. Das ist auch interessant zu wissen. Ich hoffe, wir bleiben jetzt bei diesen Geräuschen. Ist nämlich deutlich angenehmer. Ah ja, das ist das Secret hier. Bestimmt dann auch der Gegner, der da draußen im Schnee rumläuft vielleicht. Nee, oder? Hier ist noch ein Schalter. Da kommt ein Dobermann. Zwei Dobermänner. Drei Dobermänner. Jetzt ist meine Schrotflintenmunition wieder ungerade. Ich hasse es.
mein innerer Monk. Das juckt mich aber nur bei der Schrotflinte, ne? Da habe ich echt ein Problem. Das ist wie mit dem Fernseher. Jawohl, Secret, Leute. Das ist wie mit dem Fernseher. Da habe ich auch so einen Monk. Boah, die sehen so geil aus, diese Goldbarren. Die sehen richtig schön aus. Da darf auch die Lautstärke nur eine gerade Zahl haben bei mir. Also Lautstärke 17 geht gar nicht. Auch Lautstärke 18 finde ich nicht schön. Da muss es dann schon 20 sein. Ja, hier auf dem Dach, da unten ist der Level Anfang. Da werden wir jetzt mal die Fackel ins Wasser. Lara, da hat sie aber schön aufgeräumt. Da sind wir hergekommen, stehen jetzt hier auf diesem Dach und haben da ein Secret bekommen. Das ist doch wunderschön. Gut, jetzt haben wir wieder die nicht so schönen Hintergrundgeräusche. Die wechseln wir jetzt wieder. Und dann bleibt es hoffentlich auch mal dabei. Dass wir die anderen behalten. Ich glaube, hier sind wir jetzt fertig mit diesem ganzen Abschnitt. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr hin. Auch hier müssten wir eigentlich jetzt alles soweit haben. Das heißt, wir speichern jetzt nochmal auf der anderen Stelle, falls wir doch noch was übersehen haben. Und gehen jetzt hier im Level weiter. Ich schätze auch mal, dass wir jetzt wirklich diese Hintergrundgeräusche hinter uns haben. Das heißt, wir können den Ton auch wieder normalisieren. Und gehen weiter. So, da haben wir eine Zeittür, das wissen wir. Weil da kommen wir ja nicht mehr zurück. So. Und dann speichern wir das Ganze mal. Dann dürfen wir, glaube ich, wieder mal ein paar Gegner killen. Weil es so schön ist. Drüben läuft er rum. Hier sind wir gerade in Sicherheit. Da ist auch noch einer. Oh Gott. Das ging immer so bis jetzt rumkotzen, so ein bisschen. Oh, als wäre den übel. Oh, ja. Der hat aber nichts. Der was. Aber da oben liegen Fackeln rum. Die nehmen wir schon mal mit. Oh, jetzt wird es bestimmt mit dem Himmel wieder voll schön. Oh, da hat man sogar noch diese Bergatmosphäre. Nice. Nehmen wir erstmal alles hier oben mit. Wenn wir das gerade können. Da ist noch ein Typ. Da unten laufen noch welche rum, aber die hinterlassen uns ja gar nichts mehr. Was soll denn das? Das ist doch nicht euer Ernst. Vier Gegner gekillt und keiner hat was für uns. Ich glaube, es geht los. Oh, jetzt kommen die anderen Hintergrundgeräusche wieder. Aha. Sehr seltsam. So, den da unten kann man eigentlich hier mal von oben mit der M16 machen. So, den hätten wir. Wow, da hinten ist der schöne Himmel wieder. Das war noch ein Schläger. Die sind ja relativ entspannt. Also nochmal Geräusche regeln. Hier ist jetzt noch die Frage, gibt es hier Kisten zu schieben? Ja. Ja, das ist so. Oh, viele Kisten zu schieben. Drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn gegnertechnisch hier plötzlich los? Oh, jetzt haben die uns aber schnell geripst. Das ist ja krass. Sind wir wieder hier. Naja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen sinnvollen Cut. Weil dieser ganze Bereich jetzt hier dann neu für uns ist. Wir da einfach neu mit anfangen sozusagen. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Lara, bezahl für deine ganzen Sünden, die du getan hast. Muss ich jetzt sagen, hast du aber auch mal verdient. Aber die Schläger sind wirklich gar nicht so gefährlich. Da habt ihr mal gesehen, wie viele Schläge man einstecken kann, bis man mal stirbt. Die sind wirklich total entspannt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Die Tür geht zu. Die Folge beenden wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.